Jo Leute, willkommen zu dem Video. Heute geht es einmal darum, einen Öltemperatursensor, Fühler, Thermometer zu verbauen. Was man dazu alles braucht, welchen ich habe und warum ich mit einem kleinen Mythos mal in dem Video aufräumen will, das sieht's nach dem Intro. So, was für ein Sensor ist das überhaupt? Ich habe mal einen Kraftkopf von COSO mit dabei im Lieferumhang von der COSO Temperaturanzeige. Einmal die COSO Anzeige selber, ein Kabel, ein Messingsensor und ich nenne es mal, ja, eine Art Kabelklemmen. Oh no, I hope I don't fall. Nein! Bedienungsanleitung ist auch dabei, schauen wir vielleicht später mal rein. Was ich mir noch zusätzlich mit dazu bestellt habe, ist ein Verlängerungskabel extra. Was ich mir noch mit dazu bestellt habe, noch ein Temperatursensor. Einige werden sich vielleicht fragen, hey, du hast doch zwei Sensoren. Darauf gehen wir später ein. Weil ich habe nämlich im Internet gelesen gehabt, dass es da ein paar Mythen gibt über den Öltemperatursensor. Einige Leute sagen, der rote passt, andere sagen, er passt nicht. Denken Sie wirklich, der rote Sensor passt? Oder muss ich den original Messingfarbenen hernehmen? Dazu später aber mehr. Welcher der beiden Sensoren passt, welcher funktioniert und welchen wir hernehmen. Wo die Sensoren am Motor montiert werden, darauf kommen wir später. Wir fangen jetzt erst einmal mit der Elektrik vorne an. Dazu müssen wir die Lichtmaske demontieren. Wie man die Lichtmaske demontiert, da braucht man eine T30 Torx. Und zwar sind die hier festgemacht, einmal links und einmal rechts an der Lichtmaske. Genau, Lichtmaske ist herunten, dann schneiden wir da den Kabelbaum einfach auf. In dem Fall bei mir war es ein Kabelbinder und wir suchen nicht ACC1, wir suchen ACC2, was hier ist. Und zwar haben wir hier bei ACC2 ein schwarz-rotes Kabel und ein braunes Kabel. Schwarz-rot ist Plus und braun ist Minus. Da wird der Temperatursensor am Stromkreis angeschlossen. Und zwar zum Anschließen braucht man noch geeignete Kabelschuhe. So, Kabelschuhe dran montiert. Das haben wir jetzt einfach auf der Seite. Die Anzeige haben wir einfach auf der Seite oben durch das Loch einfach mal durchgefädelt gehabt. Und auf der Seite Kabel abisoliert, Kabelschuhe drauf. Bin mit dem Isolierbandel nochmal drüber gegangen. Und dann kommt der ganze Gaudi. Rot Plus, Schwarz Minus von der Anzeige auf Braun Minus und Rot-Schwarz Plus auf ACC2 auf das Kabel. Einmal, genau, einmal, zweimal, die halten es drauf, dann schauen wir mal nach, ob der Sensor auch hier haut. Genau, Sensor passt, Strom ist drauf, vorne haben wir angeschlossen unter der Lichtmasken. Jetzt gehen wir mit dem Kabel weiter zum Motor-Orbi und machen einen eigentlichen Sensor am Motor. Bevor wir an die Montage gehen, erinnert ihr euch noch vor ein paar Minuten, wo ich das Thema mit den Sensoren angesprochen habe, welcher nun richtig ist. Wenn Sie denken, dass der rote passt, muss ich Sie leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Aber stopp! Die Geschichte stimmt mir zum Teil. Also, zur Aufklärung. Auf der Seite, wo ich mir die große Anzeige gekauft habe, stand der als Empfehlung mit dabei, dass der passt. Das Gewinde unten am Motor, der Abgang, ist M10 mal ein Gewinde. Das ist 3/8 Zoll. Der passt aufs Gewinde, der zeigt aber falsche Werte an. Warum ist das Ganze so? Ganz einfach, der rote Sensor passt nur für die Stage 6 Anzeige. Ich blende mal hier ein Bild ein. Für die Anzeige kann man den roten hernehmen. Für die COSO-Anzeige muss man den 3/8 Zoll von COSO hernehmen, weil der rote falsche Gradzahlen angibt. Den werde ich wieder zurückschicken und die Lösung dafür ist ganz einfach, kostet 13 Euro und zwar ein Gewindeadapter. Gewindeadapter von 3/8 Zoll auf M10 mal ein Gewinde, aber mit dem Ganzen gehen wir auf den Motor 3/8 Zoll mit dem richtigen Sensor, der die richtigen Werte gibt. Für die COSO-Anzeige nehmen wir den her. Wenn ihr eine Stage 6 Anzeige habt, dann könnt ihr den roten hernehmen, dann braucht ihr den Gewindeübergang nicht, den Gewindeübergang nur für das große System hernehmen, dann passt es. Schauen wir uns mal auf, wo der hinkommt, dann verlegen wir das Ganze und dann testen wir mal. Und zwar kommt der Sensor auf diese Schraube, wo man auch ganz gut hinkommt und das Kabel werden wir uns hier irgendwo am Rahmen unterm Dekor vorverlegen zu dem Anschluss. Jetzt machen wir die Schraube mal auf. Dazu habe ich mir noch ein paar Kupferringe organisiert und befestigen noch mit einem Roots Loctite.
Die Schraube haben wir jetzt rausgedreht. Den Kupferring, den nehmen wir gleich nochmal her. Das Ganze machen wir jetzt wie folgt fest. Auf den Gewindeübergang nehmen wir die Kupferscheibe nochmal her. Nehmen wir uns vielleicht ein paar mehr her, dass es auch wirklich dicht ist. Und für den Sensor nehmen wir uns auch ein paar Kupferdichtringe, dass es auch wirklich dicht ist. Genau darauf kommt jetzt auf beiden Gewinden ein bisschen Loctite. Dann verschrauben wir gleich die beiden miteinander. Dann schrauben wir die beiden zusammen. Gut, handfest, nichts überdrehen. Gut, dann haben wir da auch Loctite drauf. 17er Schlüssel. Und dann schrauben wir die ganze Garde mal ein, was echt kein Spaß ist. Oh, was haben wir denn da? Weil wir jetzt da unten hin müssen und ich absolut keine Ahnung habe, ob das so funktioniert, wie ich mir das Ganze vorstelle. Eine Ewigkeit später. Da ist das gute Stück drin, muss ich noch festdrehen und es ist keine schöne Arbeit, ich sag's euch. Wir haben jetzt da 20 Minuten rumgetan, bis der Adapter auf dem Gewinde ist, die Beilagscheiben runtergefallen, ach Himmel. Das tue ich nehmen auch nachher, wenn ich hier am Schrauben bin, dass der Rahmen nicht beschädigt wird. Habe ich mal hier, habe ich mal hier 217er Schlüssel wieder. So, wieder umdrehen, wir nacksten hier weitergehen. Wieder die nächsten und die nächsten und so geht es dann da hier. So Leute, nach weiteren 20 Minuten oder vielleicht nicht sogar noch länger, haben wir es endlich geschafft gehabt. Gewindeübergang ist drin, jetzt machen wir das Kabel. Dazu habe ich mal das Dekor aufgebaut auf der Seite. Dann nehmen wir einfach das Kabel, das mit dabei war, männlich-weiblich. Dann verlege ich mal das da am Rahmen auf und die Anschlüsse hier. Und dann hat der Temperaturgeber, mit dem Strom ist er dann versorgt. Und dann testen wir das Ganze einmal. So Leute, Dekor auf der Seite und Sitzbank haben wir wieder draufgebaut. Das Kabel habe ich jetzt hier einfach mal sporadisch, spartanisch, improvisiert mal hängen lassen, mache ich später fest. Und jetzt testen wir einfach mal die Anzeige, ob die passt und ob, hier sieht man es vielleicht, und ob der Gewindeübergang, der hier ist, auch dicht ist. Das probieren wir jetzt einfach mal. Die Gaudi lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen laufen, Öl warm werden lassen und checken, dass alles dicht ist. Die Maschine haben wir jetzt ein bisschen laufen lassen und da sieht man es auch ganz gut. War nicht 10 Minuten. Wasser ist definitiv schon wärmer als Öl. Öl haben wir erst bei 37 Grad. Und wenn ihr mal schaut, ein Motor, so müsst ihr jetzt auch nicht. Da kann ich noch hinklangen. Nur als kleiner Vergleichstest. Das Wasser schneller war mit wie Öl. Da finde ich es schon gut, wenn man für Öl auch noch eine Anzeige hat. Wie gesagt, alles provisorisch. Das tue ich mal die Tage einfach einmal. Das tue ich mal die nächsten Wochen, Tage, alles so hin, wie es für mich am besten ist. Aber jetzt ist Feierabend, muss schon lange genug braucht, auch mit dem Gewindeadapter, aber cooles Gadget. So, in dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, Like da, Glocke aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.